Willkommen zurück zu einem neuen Raging PC Sharp Tutorial. Heute ein etwas kürzeres Video, wahrscheinlich nur so ein bis zwei Minuten. Es haben mich viele von euch gefragt, wie man bei Discord, wenn man auf einem Raging PC Server ist, das bei sich anzeigen lassen kann im Profil. Dass das Ganze in etwa so aussieht. Man klickt auf einen Namen, steht hier unten, spielt ein Spiel, Raging PC Multiplayer. Dann steht hier nemesisworld.de, spielt als Phoenix Carter eins von so und so vielen Spielern. Das ist die sogenannte Discord Rich Presence. Und dazu bietet euch RageMP eine einfache Funktionalität, die ihr im clientseitigen Code ausführen könnt. Und dann könnt ihr hier anzeigen, dass Spieler XY gerade auf eurem Server spielt und als wen er spielt oder was er spielt. Dazu gibt es diese Funktion Discord Update, MP Discord Update, Link steht unten in der Videobeschreibung. Und natürlich, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst euch gerne jetzt schon mal ein Abo da. Das können wir einfach im clientseitigen Code aufrufen und dann kommt beim initialen Start von RageMP eine Meldung, darf Discord darauf zugreifen, dann müsst ihr sagen ja und dann könnt ihr das Ganze so machen. Deswegen springen wir einmal in den clientseitigen Code, hier im Tutorial-Projekt, ich gehe mal unter HUD.js, da könnt ihr euch eine Funktion aussuchen, wo ihr das Ganze machen wollt, zum Beispiel die Login-Funktion, die haben wir hier auch irgendwo, muss ich mal kurz gucken, Inventory, Google Docs, Store, Chuck, Creator, Inventory, Login. Login.js, dann haben wir ja hier einmal den Login oder Register, weil wir haben ja, bevor wir das Login halt anzeigen lassen, also bevor wir unseren Cursor hier anzeigen lassen, haben wir noch ein Timeout eingebaut. Und genau hier würde ich das mit anzeigen lassen oder mit einbauen, die Funktion. Und zwar könnt ihr dann einfach hier sagen, mp.discord.update. Dann könnt ihr hier sagen, spielt auf nemesis.de, dann gibt ihr auch einen Servernamen und hier könnt ihr dann irgendwas anderes mitgeben. Dann könnt ihr zum Beispiel noch den Namen mitgeben vom Spieler oder was auch immer. Dann sagen wir spielen Roleplay. Natürlich könnt ihr hier x-beliebige auch Variablen mitgeben, ganz normal. Und einmal Server neu starten, drauf connecten und dann dürfte das bei euch hier ebenfalls in Discord angezeigt werden. Das war's schon mit dem heutigen Video. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen. Es kamen nämlich relativ viele Rückfragen, wie das Ganze funktioniert. Und damit bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.